da bin ich wieder. Ich hoffe, man hat jetzt nicht zu viel verschluckt von mir. Also, genau wegen diesen Typen sind momentan kein Platz mehr auf dem Loadscreen für Diamond-Spiele, die man sich anschauen kann. Und deshalb muss ich jetzt mich irgendwie damit beschäftigen, Freundschaftslisten-Spiele zu suchen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ganz cool mal, einfach Leuten zuzuschauen, weil ich kenn's nicht. Deswegen kann ich es vollkommen free kommentieren. Ich kann nur das kommentieren, was ich wirklich sehe. Und ja, uns erwartet ein Bronze 4 Spiel. Der Nuke-Type mit der Leona, der ist Bronze 4. Und wir können am Ende ja mal einfach in die Kommentare schreiben. Der hat übrigens heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Steht zumindest bei dir gerade drin. Und wenn du es nicht vergessen hast umzuändern, dann ändere das doch mal um. Ich werde dem Nuke-Type auch schreiben, dass ich ihn aufgenommen habe. Und er kann sich das anschauen. Also alles Gute zum Geburtstag, Nuke-Type. Und dann können wir ja mal diskutieren auch am Ende. Also ich kann das vorgeben und ihr könnt dann in den Kommentaren diskutieren. Meint ihr, der Junge oder das Mädel, ich weiß ja gar nicht, ob das Junge oder Mädel ist, aber ich nehme mich stark an, der Typ da steht, ist ein Junge. Ist Bronze 4 oder ist er vielleicht höher oder, ich meine, gut, niedriger geht in dem Fall nicht mehr. Oder ist es gerechtfertigt, dass er auf der Elo ist? Und dann kann man ihm ja eventuell Tipps geben. Das werde ich auf jeden Fall das Spiel mal machen. Und mal schauen, was wir hier noch so haben. Wir haben eine Leona gegen eine Morgana. Die Morgana hat ein Mana. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ich benutze das nie, keine Ahnung. Ist eine gute Frage, ob das jetzt sinnvoll ist. Ich würde eher einen Heal mit... Ah, sie hat einen Heal... Exhaust. Doppel-Heal. Schon mal der erste Fehler, Nuke-Type. Wenn du als Leona, wenn du als Supporter spielst und dein AD Carry hat einen Heal dabei, niemals einen zweiten Heal mitnehmen. Das wurde nämlich genervt vor einigen Patches, das heißt, wenn dein AD Carry den ersten Heal drückt und du dann wenig später den zweiten Heal drückst, dann macht dein Heal nur noch halb so viel Leben wieder zurück, wie der Heal deines AD Carries. Im Teamfight mögen zwei Heals vielleicht ganz okay sein, aber nehm lieber einen Exhaust mit, das ist besser. Aber auch die Morgana hat einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob man unbedingt mit Mana-Regeneration spielen soll. Auf Bronze vielleicht, aber Ämon... Gut, da kann ich jetzt eigentlich nicht so drüber reden, weil ich die übelste Mana-Hure bin, was das angeht. Aber man sollte vielleicht aufpassen, wie man sein Mana einsetzt. Und dann passiert, braucht man auch so ein Item, ne? Also Ding nicht. Ansonsten bei den Jungler logisch, Smite... was haben wir noch so? Pantheon auf der Toplane gegen Rengar... Beide mit einem aggressiven Ignite. Und auf der Midlane haben wir Serrat gegen Katarina, ebenfalls beide aggressiv. Sehr gut. Was mir fehlt, ist bei der Toplane auf jeden Fall die beiden Teleports, weil die sind wichtig für Map-Controlling. Bei meiner Meinung nach ein Fehler von beiden. Aber wenn sie es so machen wollen, können beide froh sein, dass der andere keinen Teleport mit hat. Sonst wären sie auf jeden Fall im Nachteil. Ja, Mitte ist eigentlich meistens typisch der Ignite. Ich spiele Mitte zum Beispiel mit Heal, aus dem einfachen Grunde, da ich lieber sicher nochmal davon komme, als jemanden vielleicht gerade so zu kriegen. Ja. Und dann warten wir jetzt hier, wir müssen noch ein bisschen Verzögerung abwarten. Und dann können wir auch gleich zuschauen, deswegen rede ich gerade so ein bisschen verstreut und verwirrt. Mal schauen, wie lange das Game geht. Ich hoffe, es geht meistens so typisch für Bronze, ist es ja... Also ich meine, ich bin selber Bronze, ich weiß, was ich sage. Meistens ist es ja so typisch so 40 Minuten Games, das heißt zwei Folgen werde ich bestimmt rauskriegen. Und da geht's los. Oh, das blaue Team führt mit 2,3k Gold vor dem lilanen mit 2,3k Gold. Es ist atemberaubend, was hier so abgeht. Was, 37 Minuten 2? Hä? Guck mal hier hoch. Vergangene Zeit 37 Minuten 2, alles klar. Ah, okay, jetzt hat sich's eingegliedert. Keine Ahnung, was das jetzt war. Hä? Muss man nicht verstehen, aber okay. Ich hab das Spiel berechnet schon mal voraus, wie das gleich los, wie das endet. Okay, Serrat gegen Katarina, tun wir mal hoch. Dann die Toplaner kommen mal nach oben. Toplane. So. Dann die AD Carry und die Supporter sind richtig. Und auch die Jungle. Na, dann warten wir mal, bis die alle was gekauft haben. Fangen wir mit Serrat an. Gute Startkonfi, gute Starting, alles klar. Bei Rengar weiß ich nicht genau, was die Trophäen machen. Ich habe Rengar nie gespielt, muss ich gestehen. Ich habe den auch nicht. Aber die einzelnen Trophäen... Ah, okay, das ist ein getarntes Auge, die Trophäe. Ich muss sagen, ich finde die rote gut, die mit den aggressiv Stacks.
Muss jeder selber entscheiden. 30 Sekunden bis zum Erscheinen. Das Lustige ist, wir haben Rengar und Katzix, das heißt, es wird ein Minigame in-game stattfinden. Das wird wahrscheinlich bei Minute 30 ist das oder so, geht das los. Und wer dann den Kopf des anderen findet, kriegt Bonis. Das ist ziemlich geil. Vielleicht erlebt man es ja, dass Rengar Katzix killt. Oh, der wird engaged. Nanu, was war das denn für ein Engage? Oh, das war im Endeffekt nicht so gut. Der Nuketype hat schon mal ordentlich Leben verloren. Das Fehler von dir, Nuketype. Wenn dir sowas passiert, schluck nicht deine Tränke. Das ist rausgeworfenes Gold. Dann teleportiere dich zurück in die Base. Oh, Leute, das ist ein ganz behinderter Engage. Das ist ein richtig behinderter Engage. Oh, 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 oh. Keine, oh, Leute, Warwick stirbt vielleicht sogar noch. Lol, Warwick! Warwick, was machst du da? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott! Was war das denn für ein Scheiß, Alter? 4:0 in der zweiten Minute, oh mein Gott. Oh, Leon, ich geh doch weg! Jetzt geh doch weg! Oh mein Gott, bitte geh weg! Das ist doch totaler Schwachsinn, was du da machst. Oh, Alter, das habe ich ja noch nie gesehen, ey. Nach 4 Minuten, nach 2 Minuten, 4. Oh mein Gott, ey. What the fuck, Alter. Das ist das Heftigste, was ich je gesehen habe. Jawohl, Jinx 2-0-2 gefeedet. Die Botlane könnte, glaube ich, schon mal vergessen, dass Leona 1-0-3. Nein, nein, Nuketype, was machst du? Was zur Hölle? Was? Und was soll denn der Flash? Oh mein Gott! Was war das denn? Erstens, warum gehst du in den Busch zurück? Stell dich doch sicher in den Tower, wenn du weißt, die kommen gleich wieder. Zweitens, der Flash von Morgana, was war das denn bitte gerade? Alter, bei so viel Action kann ich nicht mal gucken. Okay, okay, wir gucken mal ganz kurz auf den Start-Equip. Katharina, die Schuhe sind vollkommen okay. Pantheon und Jinx, oh mein Gott, Jinx, oh mein Gott, oh mein Gott. Pantheon, Jinx vollkommen okay, Morgana, okay, Quatsch, Leona, okay. Katzix, okay. Da ist sie geflasht, die Jinx, ist wahrscheinlich, also was ist denn das für ein Game? Das ist wirklich so typisch Bronze 5, was ich hier gerade sehe. Man mag es nicht glauben, aber es gibt wirklich Unterschiede zu Bronze, von Bronze 4 zu Bronze 2. Und wie sieht man denn sowas? Also das würde ich, wenn ich sowas auf Bronze 2 sehen würde zum Beispiel, dann wäre das schon echt eine Sache für sich. Ich glaube, da würde ich auch mega ragen, wenn mir sowas in meinem Team passieren würde. Dann würde ich, glaube ich, Insta AFK gehen bei sowas. Nein, eigentlich nicht. Also in AFK gehe ich eigentlich nie. Bin ich schon mal mit. Ich bin ein einziges Mal AFK gegangen. Da stand es, glaube ich, 60 zu 10 oder so. Da war aber auch kein Ranked. Im Ranked würde ich nicht abschalten. Okay. Wir gucken auf die andere Seite an. Warwick, okay. Morgana. Falsches Item, auf jeden Fall. Da nimmt man eigentlich ein anderes. Richtig schlecht, muss ich sogar sagen. Vayne ebenfalls. Falsches Item, meiner Meinung nach. Kann man so machen, muss man aber nicht. Und ansonsten sieht da drüben auch gut aus. Und da geht's ab. Oh, Pantheon, ich würde da nicht rangehen. Pantheon! Er hat ihn doch bekommen. Na gut, okay. 5:2. Weil sowas ist ganz wichtig, wenn man wirklich... Sagen wir mal, ihr habt 4:0 am Anfang. Das ist eine geile Score. Da muss man aber auch... Echt... Lol. Lol. Da muss man aber auch echt aufpassen dann, dass man dafür sorgt, dass der Gegner keine Kills bekommt. Weil in dem Moment, wo ihr den Gegner wieder Kills gebt, gut, dass der Flash raus ist, guter Gang von Katzix. In dem Moment, wo ihr dem den Gegner wieder Kills gebt, kriegt der Gegner wieder Hoffnung, dass er es im Endgame wieder ausgleichen kann. Also lieber nicht mehr killen und dafür das 4:0 behalten und dem Gegner somit die Lust versauen, weil es immer noch 0 für ihn steht, als das machen und jetzt steht 6:3. 6:3 klingt schon wieder nicht so gefährlich. Das klingt nach einem schlechten Start, aber kann auch verbessert werden. Da muss man meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen drauf. Und die Leona im Tower engagen, ganz dummer Fehler. Ja, jetzt hast du kaum noch Leben. Du hast ihr ein bisschen was abgezogen. Wenn du ganz großes Pech hast, trifft die Morgana dich jetzt und dann tötet sie dich.
Pantheon hat sowieso ein bisschen Vorsicht gegen Rengar, weil an seiner Stelle würde ich den Rengar nur dodgen, weil wenn der Rengar einmal an ihm dran ist, dann verliert Pantheon das Haus hoch. Also Schild aufstecken und dodgen, weil Rengars Angriffe können ja den Schild von Pantheon nicht zerstören. Das war richtig dumm, Leona steht rum und macht nichts. Ja, siehst du, super, geht doch. Das war ein schöner Endgame. Na schade, da hat das Ding nicht mehr getroffen. Und Karthix ist zur Stelle, falls eventuell ein Gang stattfinden sollte. Auch nicht schlecht. Ob das jetzt in dem Moment seine Absicht war, weiß ich nicht, aber ist sich echt. Katharina, oh, auf Serap. Sie hat Ulti und sie kriegt ihn. Sie bekommt ihn. Super gemacht, Beach. So, super gemacht. Okay. Leona, das war nicht. Leona, nein, nein, nein. Nein, hast du ein Lack, dass die Jinx die noch bekommen hat, ey. Genauso was meine ich. Warum machst du nicht, bis der Tower down ist? Okay. Ja, das war sein Tod, denn sobald Warwick einmal Blut geleckt hat, dann kommst du ihm nicht mehr davon. Jinx merkt es gar nicht, dass der Dings da Probleme hat. Jetzt hat sie es gemerkt. Ah, da ist das Vayne. Okay. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Ja, super. Katharina regelt. Und nice gemacht, Katharina. Auf jeden Fall nicht schlecht. 403 für Katharina. Die hat auf jeden Fall ein bisschen was drauf. Das sieht gut aus. 11-4, 3K Unterschied. Okay, da oben geht wieder los. Auch ganz dumm von dir, Jinx. Das war dein Tod. Die Jinx hat meiner Meinung nach nicht so viel drauf. Das liegt ein bisschen an der Leona, dass sie ein paar Kills kriegt. Also hier meine Komplimente, Leona, dass du der Jinx da ein bisschen hilfst. Wenn du ein bisschen weniger engaged, dann... Na, okay. Ui. Entschuldigung, ich kann das Mikro da nicht ausmachen, die Aufnahme da nicht stoppen. Also das verpasst ja was zum Spiel. Deswegen musste ich gerade mal so niesen. Ich werde mir auch mal kurz die Nase putzen, werde mich dann zurückziehen. Oh, Leona, Leona, kommst du da noch weg? Kommst, das war noch, renn doch weg! Was? Oh mein Gott! Lass dich jetzt nicht dodgen! Nicht das Bein, nicht das Bein, nicht das Bein, das war so klar! Das war so klar! Na gut, okay. Ich hoffe, Sema hat das nicht gehört. Und der Pantheon geht schon richtig zurück, weil Rengar killt ihn easy mit dieser... mit diesem Leben. weiter dodgen mit dem Speer. Oh, da ist der Gank. Da hat Morgana jetzt geschlafen, da hätte sie das Binding setzen müssen in dem Moment. Ach, Morgana ist gar nicht da, oh. Das war ein Fehler, Pantheon. Und nice von der Jinx gemacht, das gefällt mir. Pantheon hält sich wacker. Wäre cool, wenn er so einen Stun im Turm trifft, nachdem Rengar ihn attackiert hat. Jetzt ist Serat noch unten. Was macht. Was ist das? Guck mal, Serat ist jetzt unten auf der Botlane. Okay, das ist cool. Katharina kommt auch runter. Serat stirbt jetzt wahrscheinlich sogar noch. Werden wir gleich sehen. Ne, er geht weg. Ah, Katharina ist noch hinter ihm her. Vielleicht wurde sicher hochgeswitcht. Okay. Warum ist der Serat jetzt nicht oben auf seiner Lane geblieben? Hat weiter gefarmt, weil er sowieso im Nachteil ist momentan. Und hat sich vielleicht den Tower geholt. Das wäre viel intelligenter. Jetzt kommt Katharina wieder runter. Die beiden sterben eh, weil sie nicht gewartet haben. Doch, die haben sogar gewartet. Die haben gewartet! Guckt euch das an! Die haben beide gewartet und kriegen es trotzdem nicht hin. Jetzt verfolgt ihn aber, super. Okay. Oh, lol. Lol. Jinx. Keine Reaktion von Jinx und Leona auf einen Easy Kill. Das war natürlich jetzt unschön, muss ich gestehen. Das hätte man besser machen können.
mich irritieren immer noch diese 37 Minuten, die unten stehen. Weil das Spiel hat gerade erst gestartet, deswegen kann das gar nicht voraussagen. Ja super, Serat farmt jetzt. Katharina muss erstmal wieder hochkommen, das heißt, er hat genug Zeit zum Farmen, seinen Farm aufzubauen. Katharina farmt zum Beispiel momentan ziemlich wenig. Und das ist der Moment, wo wir einfach mal schauen, wie der Farm aussieht. Normalerweise müsste jetzt geht. Oh. Okay. 70 Farmen müssten derzeit drin. Oh. Dived sie? Ne, okay, wollte ich gerade sagen. 70 Farmen müssten drin sein. Wer hat das? Katharina? Nein, du hast von viele Kills. Leider ist dein Farm grottig. Super gemacht, Jinx. Geil gemacht. Pantheon hat oben mal Probleme. Auch Pantheon hat einen schlechten Farm. Jinx noch miserabler. Leona hat Farm. Leona, du hast 27 Farm. Ich weiß, du hast das Item, mit dem man farmen kann, aber du kannst niemals 27 Sex in der Zeit gehabt haben. Also da müsst ihr aufpassen, was du machst. Karzix, sein Farm ist, naja, doch miserabel. Was haben wir da im Gegnerteam? Der Farm von Serat ist okay. Der von Toplaner ist ebenfalls okay. Oh, wenn er jetzt seinen Berg... Oh, jetzt sind's dann und dann war's das. Yep. Gut. Vayne Farm ist richtig grottig. Morgana hat auch viel zu viel Farm. Morgana dürfte 0 Farm haben, weil sie hat auch kein Item, was zum Farmen dient. Und sie geht auch sofort AP, die Morgana größter Fehler, den machen. Guck mal, guck jetzt mal an. Morgana hat 6 Kills. Morgana hat 6 Kills, der ADC 0. Was machst du da, Morgana? Warum nimmst du deinem AD Carry die Kills weg? Das bringt dir gar nichts, aus dem einfachen Grunde, dass du hast mit einem Support-Item angefangen. Das ist, du hast kein Farm, das bringt dir nichts, wenn du die Kills einheimst. Du schadest deinem Team damit ungemein. Oh la la. Boah, da guckt euch diese Fights an, ey, what the fuck. Das ist so heftig, wie viel Fights da stattfinden bei Minute 13, wo eigentlich noch gefarmt werden sollte. Okay. Fazit, also im blauen Team hat keiner richtigen Farm. Im violetten Team gibt 3 Leute, die ausreichenden Farm haben. Auch wenn ich da den Serat finde, dass er ein bisschen langsam farmt, aber... Oh. Ich würde da an der Stelle jetzt verschwinden. Tot. Ja, und jetzt tut sie sich gerade ihre gute Score versauen. Da auch, Morgana. Warum reagierst du denn nicht? Das war doch so klar, dass der Pantheon da jetzt runterkommt. Warum bleibst du da drin stehen? Das ist doch totaler Schwachsinn. Ich dachte, der Moment, wo ich zu Bett zurückgehen würde. Weiter geht's. Der Red Buff vom K6 steht da. Der Blue Buff vom anderen Team steht da. Warwick hat zum Beispiel... Gut, jetzt verliert er seinen Blue Buff. Leona würde ich sagen ist tot. Yep, Leona ist tot. Oh. Ups, ich würde sagen, die sind beide tot. Ein Ding, ey, ohne Mist, warum bleibt die Jinx nicht bei der Leona? Die holt sich den Blue Buff schnell, bevor der Warwick kommt und verschwinden gemeinsam wieder. Jetzt rennt auch noch die Katharina rein, wird doppelt gestunt, dreifach gestunt. LOL. Sie kriegt echt eine Doppeltötung hin, what the fuck. 20, 16er, 15 Minuten, das sind 40 Kills in 15 Minuten, das heißt mehr als 2 Kills pro Minute. Da stirbt Katzix jetzt wahrscheinlich. Sie ist gerade nicht. Oh, hat der einen Lack. Ah, jetzt stirbt er, okay. Tot. LOL! Okay, jetzt war's auch gestorben.
Und er... Alter Schwede, der Pantheon, ne? Am Anfang hat er einen richtig gut... Oh, jetzt kurz, ich wenke noch den Blumenabbau, aber...